Hallo, mein Name ist Peter Schulze und ich arbeite für die Firma Krone im Produktmarketing. Ich bin zuständig für die Mehlwerke und werde heute zeigen, warum Krone-Mehlwerke für besseres Futter stehen. Aufbereiter im Allgemeinen sollen die Feldliegezeiten des Erntematerials verkürzen. Der Krone-Hochleistungsaufbereiter steht für einen homogenen Trocknungsverlauf und verkürzt die Feldliegezeiten um bis zu 7 Stunden. Krone bietet 2 unterschiedliche Aufbereiter an. Auf der einen Seite den Rollenaufbereiter mit Gummiwalzen, der eine quetschende Bewegung ausführt, und auf der anderen Seite unser CV-Aufbereiter hier hinter mir, der über einen Stahlzinken das Material aufbereitet. Die Intensität verstellen wir über das Riffelblech vor dem Aufbereiter. Der insgesamt große Durchmesser von 64 cm stellt den Gutfluss des Erntematerials sicher. Die Intensität des Aufbereiters kann auch über die Drehzahl verändert werden. 600 und 900 Touren ermöglichen uns unterschiedliche Drehzahlen der Aufbereiterwelle. Egal ob langes, kurzes, feuchtes oder trockenes Erntematerial, immer die richtige Einstellung des Aufbereiters sorgt für einen homogenen Trocknungsverlauf und geringe Feldliegezeiten. Während des Mähprozesses ist es möglich, dass Fremdkörper den Aufbereiter passieren. Im Falle einer Kollision kann der Aufbereiterzinken nach hinten ausweichen und die Maschine wird nicht beschädigt. Der Krone Stahlzinkenaufbereiter minimiert nicht nur die Feldliegezeiten, sondern verringert auch die Atmungsverluste während des Trocknungsprozesses. Unabhängig durch die DRG bestätigt, wissen wir, dass der CV-Aufbereiter die Feldliegezeit um bis zu 7 Stunden verkürzen kann. Bei durchschnittlichen Erträgen spart man somit bis zu 60 Liter Milch auf dem Hektar. So sehen Sie, dass mit Krone-Technik die Futterqualität erhöht werden kann.